Jojo Mari hier und herzlich willkommen zum Teambuilding Nummer 6, müsste das jetzt sein, gegen den lieben Logi mit seinem Team Awesome for Alligators. Und ja, nach der letzten Aufnahme, die ich hatte, die war gegen die liebe Emmy, weil der Kampf gegen Linus ja vorgezogen wurde. Dementsprechend war mein letzter Kampf ja gegen Emmy gewesen und wir stehen jetzt vor dem Spoiler 5-0. Wir haben alle Kämpfe bisher gewonnen, dementsprechend möchte ich das auch gerne so weiterführen. Und ja, bei Emmy ist ja die Aufnahme abgeschmiert und deswegen hoffe ich einfach mal, dass heute alles ordentlich läuft. Vielleicht auch mit Facecam, ich traue mich gerade noch nicht so ganz. Ich schaue gleich mal, ich habe direkt nach dem Teambuilding auch den Kampf. Da schauen wir aber gleich einfach mal. Oder ich schaue dann einfach gleich mal, das werdet ihr dann morgen ja sehen. So. Ich würde sagen, wir kommen erstmal zu seinem Team, das seht ihr ja schon ein bisschen länger jetzt hier eingeblendet. Und er hat im X-Tier Quajutsu mit Protein, dann Megalatias und Zapdos im S-Tier, Panferno und Gengar im A, Primarena und Nachtara im B, Viridium, Stalos und Meteno im C, beziehungsweise Stalos und Meteno im CD-Tier und Frigometri im D-Tier. Und ja, er hat ein Team, wo ich mir denke, shit, das kann Work gegen mich machen. Kann aber auch, ich weiß nicht, das Matchup ist, schwierig. Ist nicht das geilste Matchup, sagen wir es so. Denn er hat so ein paar Mons, die meinem Team Probleme machen. Ich habe ein paar Mons, die seinem Team Probleme machen. Ist schwierig, sagen wir es so, denn ich kann mit meinem Team eigentlich so, ja, seinem Team ordentlich einheizen. Allein Volcarona könnte hier tatsächlich mal richtig gute Arbeit machen, wenn es zum Zug kommt. So, er hat keine guten Rocksleger, er hat Stalos und Panferno, die, also das sind gerne mal Rocksleger, die Volcarona Probleme machen könnten. Stalos sehe ich allerdings nicht so krass, alleine halt wegen Volcarona und Azumarill. Da muss ich unbedingt mal schauen, wie ich daran und so vorbeispiele. Dann, was haben wir noch? Wir haben, ja, Quajutsu halt, das kann auch Work machen, aber muss es nicht unbedingt, weil ich habe so zwei Mons, die es halt wallen, das sind Piondragi und Aquana. Dann Megalati kann wirklich Probleme machen, da habe ich aber auch noch Piondragi. So, Piondragi ist super wichtig im Kampf, also da kann man schon sehen, so, Piondragi ist safe dabei. Dann Zapdos kann er safe mit dem, da spricht bei ihm wirklich nicht viel dagegen. Ich habe halt Mega Aero, aber da hört es dann auch schon wieder auf. Und da muss er halt auch die Edge noch treffen, etc. pp. Dann Panferno sehe ich safe. Also Panferno ist meiner Meinung nach eins seiner besten Mons, die er gegen mich mitnehmen kann. Dann Gengar ebenfalls. Ist auch ein sehr, sehr gutes Mon, aber wird auch von Piondragi gewallt. Primarena, ja, ist das mit Specs oder ähnlichem, das wird richtig Probleme machen. Das kann ich euch jetzt schon sagen. So, ich muss nur versuchen, mit Volcarona auf plus 2 zu kommen. Und danach geht's halt los. Aber davor ist halt echt schon dieses Ding. Fuck, wie komme ich erstmal auf plus 2? Aber okay. Ja, dann noch das Viridium. Das kann auch noch eklig sein. Dann Stalos, ja, ist nicht so das Problem. Nachtara ist auch nicht so... Ja, es ist halt eine geile Wall, aber kann halt von Azumarill, von... von Azumarill und Machomai am besten angegriffen werden. Also einfach die einzigen Mons, die das Nachtara wirklich 2 bis 1 hitten können. Volcarona auch. Auf plus 2 oder 3, glaube ich, aber erst. Mit Bugbust, wenn es komplett Spetsdef ist. Ja, und Meteno kann auch extrem gefährlich sein, wenn das Ding einmal irgendwie loslegt. Aber da habe ich auch schon einen Plan, falls es soweit kommen sollte. Aber okay. Das ist sein Team. Und... ja, ich würde sagen, wir schauen uns, beziehungsweise erstmal noch, was ich am meisten sehe. Also ich sehe Quajutsu recht safe, dann Zapdos sehe ich recht safe, Panferno sehe ich safe, Gengar sehe ich safe, Primarena sehe ich safe und Nachtara sehe ich safe. Das sind so seine 6 Mons, die er am besten mitnehmen kann. Er kann natürlich sowas wie Gengar oder Zapdos gut austauschen gegen Stalos oder Meteno, aber ich weiß nicht, so das sind so 6 Mons, die sehe ich recht safe bei ihm, aber das werden wir dann, oder werde ich gleich sehen und ihr morgen. Dementsprechend mal schauen. So, dann kommen wir jetzt, würde ich sagen, zu meinem Team, weil ich ratter das ein bisschen schneller durch, damit ich gleich den Kampf machen kann. Und wir sehen in meinem Team als allererstes unser Giratina O mit unser Chernobog mit dem, ja, Platinum Orb und der Levitate. Ich habe eine Einladung bekommen, sogar von Logi, das heißt, gleich geht's direkt los. Ja, mit Levitate der Zwillig kann mir der Attack ein Defog, oh, einfach nur um Volcarona zu schützen, weil wir können, Skorgler bringt uns hier for real gar nichts. Also Skorgler, auf Panferno kann er HPI spielen, Gengar kann er HPI spielen, Primarena macht bumst das Ding auch so weg. Nachtara ist auch nervig, beziehungsweise ich kann halt nichts gegen Nachtara tun. Ja, und für einige andere Mons wird das halt auch gewollt, weil halt jedes Mon, da könnte HPI spielen und dann ist Skorgler so, ja, tschüss.
Deswegen Giratina als Defogger, dann mit der Aura-Sphäre noch dazu für Nachtara. Also for real, nur für Nachtara. Maybe noch Quajutsu. Den Shadow Ball trifft sein ganzes Team eigentlich soweit recht gut. Und Call Mind, um uns hochzuboosten, weil wir können uns gegen einige Monster eigentlich recht gut hochboosten. Zum Beispiel gegen Zapdos können wir uns hochboosten, gegen Panferno können wir uns hochboosten. Gegen Lati kam, ja, traue ich mich nicht so wirklich, weil wenn er The Draco kommt, dann ist halt Giratina trotzdem Two-Hit. Aber ja, das ist, ich kann mich, oder auch gegen Viridium kann ich mich auch super hochboosten. Auch gegen Nachtara maybe, wenn das jetzt, ja, Fullplay macht halt auch nicht so krass und viel Schaden, da macht halt 25%, wenn überhaupt. Ich glaube sogar ein bisschen weniger, weil ich jetzt mehr KP-Investment habe als gegen Logi. Gegen Logi sage ich schon, gegen Linux. So, dementsprechend mache ich mir hier wenig Sorgen. Ja, ich kann mich gegen einiges auf jeden Fall hochboosten. Dann zum Investment. Wir spielen 160 in HP, wie gerade schon gesagt, wir haben KP-Investment. 252 in der Special Attack und 96 im Speed. Die 96 im Speed sind dazu da, um Zapdos zu outspeeden. Weil, ja, ich habe keinen Bock auf Zapdos. Beziehungsweise, ich habe ein paar mehr Punkte reingemacht, weil Zapdos hat 236 ohne Speed-Investment. Und wenn er ein defensives Spiel, dann kann ich mich dagegen ein bisschen setupen. Und ja, so, dann, beziehungsweise ich packe jetzt nochmal einen Punkt drauf, weil, dann bin ich auch schneller als das Primarien auf Fullspeed. So, dann kommen wir weiter als nächstes zu unserem Volcarona mit der Iyapa Berry, die 50% Beere und der Flame Body als Fähigkeit. Die 50% Beere einfach nur, falls es getoxikt wird oder allgemein von Water Shuriken getroffen wird, dass ich mich bei einer Range dann wieder hochheile und dann halt überlebe ohne Probleme. Und ja, dann den Quiver Dance, Bug Bust, Fury Dance und Psychic. Psychic ist nur für ein Panferno da. So, alles andere treffe ich auch mit den anderen Moves, aber dieser Psychic ist nur für ein Panferno da. Ja, so. Fury Dance und Bug Bust erklären sich, glaube ich, von alleine. Dann zum Investment. Wir spielen 72 in der HP, 252 in der Special Attack mit Modest und 180 im Speed. Das reicht aus, um auf plus 2 alles zu outspeeden in seinem Team. Genau, so. Glaube ich, brauche ich, glaube ich, auch nicht weiter groß erwähnen. So, dann als nächstes haben wir Azumarill, unser Van Amsterdam, mit dem Normalium Z und der Huge Power als Fähigkeit. Wir spielen wieder Z Belly Drum mit dem Aqua Jet, Belly Drum, wie gerade schon erwähnt, Play Rough und Substitute. Das reicht ebenfalls aus, um sein komplettes Team zu treffen. Und hinter den Sub gehen wir zuerst, danach Belly Drum. Ich habe vor, mich gegen Nachtara hinter den Sub zu gehen, damit es mich nicht toxic. Danach auf Belly Drum und danach geht's mit Play Rough. Danach geht's los, Jungs. Danach geht's richtig los. Das ist der Plan, das ist der Plan, sagen wir es so. Auch gegen was laber ich denn hier? Aber auch gegen Mega Latias oder Panferno könnte ich hier in den Sub gehen. Da muss ich mal schauen, wie es sich am besten am Ende eignet. Auch gegen Stalos, ist auch nicht so das Ding. Dann zum Investment, wir haben 252 in der Attack mit Adamant, 120 in der HP und 136 im Speed. Das reicht aus, eben um seinen Nachtara zu outspeeden. Ja, genau, ohne Speed Investment. Ich weiß nicht, ob das, ja, ich möchte eigentlich schon schneller als Nachtara sein, irgendwie aber auch nicht. Deswegen, ich probiere es einfach mal so. Versuchen wir es mal. So, genau. Das ist unser Azumarill. Dann als nächstes haben wir Cruella de Vil, unser Vaporeon mit den Leftovers und der Water Absorber als Fähigkeit. Einfach für Primarene, damit es nicht so free auf Wasserattacken gehen kann oder auch Quajutsu. Dann haben wir den Baton Pass, Wish, Scald und Toxic. Ist, glaube ich, ja, recht. Kann man einfach einsehen, so, das sieht man dann halt. Komplett speziell defensiv mit Full HP und Full Spat Staff. Brauche ich, glaube ich, auch nicht groß was zu sagen. Als nächstes haben wir Randall Box, unser Drapion mit der Black Sludge und der Battle Armor Fähigkeit. Hier haben wir Toxic, Pursue, Taunt und Poison Jab. Das ist einfach nur so, ich möchte mit Taunt das Wishen von Nachtara vermeiden. Dann, oder auch Heal Bell etc. pp. Auch gegen Setup möchte ich mich so ein bisschen rüsten. Deswegen, das ist so mein Nachtara-Check schlechthin mit Taunt, Pursuit und Toxic. Weil er kann mit Gengar nämlich die Toxic-Spikes wegmachen, er kann sie mit Zapdos wegdefoggen, er kann sie mit Latias defoggen. Deswegen habe ich mich für Toxic gleich selbst entschieden, mit Pursuit, um Gengar zu trappen oder Latias. Und den Poison Jab, um halt Primarene oder ähnliches noch gut zu treffen. Genau. Und Toxic ist halt auch ganz geil wegen Nachtara, weil ich kann halt durch Synchro nicht toxinisiert werden. Deswegen eignet sich das ganz gut. Allgemein kann ich jedes einer Monster toxiken, außer halt Gengar. Und Stalos, aber ich habe für beides ganz gute Switch-ins. So, beziehungsweise bei Gengar kann ich sogar Trümlein auf Pursuit gehen, aber bei Stalos müsste ich halt rausgehen und dann in Giratina wahrscheinlich. Zum Investment, wir spielen ja komplett Fist Death
glaube ich, brauche ich auch nicht so viel groß zu sagen. Auch wenn ich gar nicht so die Probleme habe damit. Deswegen, also streng betrachtet, könnte ich ein spezielles Set spielen. Weil er hat ein sehr speziell offensives Team. Und dann kann Drapion ein bisschen mehr tanken. Ja, komm, machen wir so. Es ist aber so ein bisschen random gemacht. So wird schon irgendwas mehr tanken dadurch. Und als letztes haben wir Gaston das erste Mal dabei. Unser Macho mal mit dem Flame Mob und Guts. Es war schon öfters mal im Teambuilding dabei, aber kam am Ende des Tages irgendwie einfach nie mit. Bisschen schade eigentlich, aber jetzt ist es endlich dabei, weil ich brauche es auch. Als Notfallcheck gegen Nachtara. Dann den Bullet Punch, für den Fall, dass Miteno meint durchzudrehen, aber macht auch auf einige andere Mons guten Schaden, zum Beispiel auf Gengar. Macht, ich glaube, 60% mit, sobald ich Guts aktiviert habe, oder also sogar 70. Dann den Poison Jab für Primarene und den Knockoff haben wir dabei, um Switch-Ins zu predicten. Zum Beispiel, wenn ich jetzt, wenn er nach Tara draußen ist, wird er in Gengar gehen, dann kann ich auf den Knockoff gehen und dann geht das halt ganz ins Leere. Das ist der Plan. Und dann zum Investment. Wir spielen 96 im Speed, fangen wir mal hier an, um ebenfalls nach Tara zu outspeeden. Dann 252 in der Attack mit Element, böllert halt rein. Und 160 in der HP, weil ist übrig geblieben. Und ja, das ist mein Team. Und ich habe jetzt meinen Kampf gegen Logi. Ich bin sehr gespannt. Ich möchte unbedingt den sechsten Kampf auch noch gewinnen. Und dann hätte ich auch zweimal schon gegen Logi gewonnen. Ich habe ja schon mal gegen Logi gewonnen im UDT. Und ich möchte das gerne weiter so fortführen. Dementsprechend würde ich jetzt sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne eine positive Bewertung da. Schreibt in die Kommentare, wie ihr den Kampf fandet. Und ich würde sagen, Leute, den Kampf allein, also das Teambuilding. Und ich würde sagen, Leute, reinschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.